in der letzten Folge geschah. Nachdem Domi zuletzt ein Video über Tomb Raider und Uncharted drehte, hatten ihn einige blutrünstige Wölfe heimgesucht. Sie waren ziemlich große Domtendo-Fans und konnten nicht damit leben, dass es einen zweiten Domi da draußen geben sollte. Du bist fake, du Lügner! Riefen sie, während sie ziemlich brutal die Eingeweide aus ihm herausrissen. Als Leute von dem plötzlichen Attentat auf Domi Wind bekamen, berichtete sogar ein Newstime über den Vorfall. Jo, mein Mann, die Ereignisse überschlagen sich. Domi ist tot. Gehabt euch wohl, euer Herr Newstime. Seitdem Domi von Wölfen ermordet wurde, ist er ziemlich tot. Außerdem atmet er nicht mehr, der Huh. Das Einzige, was ihn also jetzt noch retten kann, ist ein Blick in die YouTube-Kommentare. So gar kein Bock auf die Scheiße. Neue Idee für deine Videos, womit du startest. Startest. Immer den Top-Kommentar am Anfang lesen. Danke, Mr. Kartoffel, das klingt nach einer guten Domi simpt. Domi stinkt immer noch. Domi stinkt nicht, aha. Bester Nintendo-YouTuber. Von hinten. Also danke dir auf jeden Fall, Mr. Kartoffel, für diesen Einfall. Ich werde ihn in Zukunft berücksichtigen. Und bis dahin. Stirb, Kartoffel. Fatality. Oh, bleibt das Intro. Oh klar, sicher. Lass mich nur ganz kurz meine Blockflöte holen. Oh ja, ich bin künstlerisch so begabt. Grüßt euch, Freunde, und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Domi-Video. Heute zum Thema Mario Kart Double Dash, wie man ja am Intro eindeutig erkennen konnte. Ich werde aber tatsächlich demnächst bald ein Q&A-Video drehen, das heißt, ihr dürft mir sehr gerne jetzt schon mal Fragen in die YouTube-Kommentare schreiben oder genauso gut auf Twitter. Das Video wird dann genau so umfangreich, wie eure Kommentare es zulassen, also gebt euch Mühe. Ah, Mario Kart Double Dash. Das gute alte GameCube-Spiel mit den zwei Fahrern auf einem Kart, mit Spezial-Items und geilen Strecken. Es ist und bleibt das beste Mario Kart der gesamten Mario Kart-Reihe. Warte, was? Hast du gerade gesagt, das beste Mario Kart der Mario Kart-Reihe? Wie bist du hier reingekommen? Hi, ich bin Domi, hobbymäßiger, semi-professioneller Spielekritiker. Das bedeutet, dass ich es mag, anderen Leuten für ihre Meinung ans Bein zu pissen. Also genauso wie Twitter-User. Ja genau, Kunstfigur, die ich ganz sicher nicht geschaffen habe, um meine eigene Meinung in Dialogen rechtfertigen zu können. Wer meine Videos zuletzt verfolgt hat, der wird bemerkt haben, dass du überhaupt keine Upload-Zeiten hast, du Spaß. Halt's Maul! Dass ich schon mal ein Video zu Mario Kart Wii gemacht habe und es mein liebstes Mario Kart genannt habe. Wenn man jetzt also eins zusammenzählen kann, was ich jetzt nicht jedem von euch zutrauen würde, wird man bemerken, dass ich ja nicht zwei liebste Mario Kart-Spiele haben kann. Und da die Leute, die sagen, dass Double Dash ihr liebstes Mario Kart ist, immer wieder den Krieg gegen Mario Kart Wii anzetteln, werde ich ihn jetzt offiziell erwidern, okay? Vor langer Zeit lebten alle Mario Kart zusammen in Frieden, noch dann kam Double Dash, hat Krieg erklärt und immer alles verändert und so voll krass. Und für genau die Leute wird mein Video jetzt ihr Lieblingsspiel vom ersten Platz runterwerfen wie ein blauer Schlaripanzer und es ein für alle Mal vernichten. Also, fangen wir an. Viel Spaß euch. Punkt Nummer 1. Und nicht Nummer 2. Die Steuerung von Mario Kart Double Dash ist einfach unglaublich schwammig. Nein, wirklich, also ich glaube, wenn man jemanden beim Mario Kart Double Dash spielen den Controller gegen einen literally Schwamm austauschen würde, würde er es nicht bemerken. Und das war's dann wieder mit dem heutigen Video. Tschüss. Okay, vielleicht war das doch noch nicht alles, aber es ist zumindest der größte Punkt. Das, was in Mario Kart Wii die größte Stärke ist, ist in Double Dash die größte Schwäche. Doch dazu gibt es keine Stunts, keine Bikes. Was kannst du überhaupt? Ich habe auch nicht das Gefühl, dass man sich an die Steuerung irgendwie gewöhnen kann. Ich kann nicht mehr zählen, wie oft ich in den grünen Panzer, der am Boden lag, einfach so reingefahren bin, weil ich mit meiner fetten Karre einfach nicht drum herum gekommen bin. Mein Tipp an jeden, der Mario Kart Double Dash spielen möchte, driftet einfach nicht. Versucht's gar nicht erst. Ihr werdet sowieso runterfallen, ihr werdet sowieso in ein Item reinfallen. Und sterben. Denn genau das passiert mit Leuten, die Mario Kart Double Dash spielen. Sie sterben. Okay, vielleicht auch nicht. Aber irgendwann, eines Tages, dann können wir einfach weitermachen. Punkt Nummer 2.
Das fucking Item-System, Mann. Spezial-Items hier, Spezial-Items da. Da kann man schon mal vergessen, dass das Item-System einfach verflucht nochmal verkackt scheiße ist. Beruhig dich, nimm deine Tabletten. Spezial-Items sind der Shit und eine der Sachen, die dieses Spiel unglaublich ausmachen. Und wir alle finden sie so genial, dass wir uns teilweise wünschen, dass sie irgendwann mal wiederkommen würden. Nur wird dabei ganz oft leider vergessen, dass Mario Kart Double Dash auch die Unfairness in seinem Genre auf ein neues Level gehoben hat. Und seltsamerweise ist es immer genau das, was die Double Dash Fans Mario Kart Wii vorwerfen, das unfaire Itemsystem. Lasst mich eben aus der Bibel zitieren. In Matthäus 7, Vers 3 steht geschrieben: Warum siehst du den Splitter im Auge deines Bruders, aber den Balken in deinem Auge bemerkst du nicht? Du Hu. Ich komme in die Hölle dafür. Aber was ist denn jetzt eigentlich mein Problem mit dem Itemsystem? Ja, also im Prinzip zu viele rote Panzer, zu viele Stachis, zu viele grüne Panzer, zu viele Bananen, zu viel von allem. Es gibt einfach keine wirkliche Möglichkeit, als Letzter wieder nach vorne zu kommen, auch wenn es nur 8 Plätze gibt. Und wenn man nicht Toad oder Toadette fährt, dann ist das beste Item, was man als Letzter bekommen kann, entweder 3 Pilze oder ein Stern. Ich bin Letzter und bekomme einen Pilz! Und damit kommt man nicht nach vorne. Das ist Double Dash. Das Schlimmste an den Items ist aber eigentlich, wie die Computer sie einsetzen. Und ja, ich spiele mit Computern, ich habe keine Freunde, okay? Immer wenn du gerade Erster bist und es absolut nicht erwartest, wird irgendein Computergegner daherkommen und dich so psycho genau in dem Moment, wo es dir am meisten wehtun wird, mit einem roten Panzer treffen. Oder noch schlimmer, mit einem grünen Panzer. Das fühlt sich noch mehr so an, wie im Visier von einem Scharfschützen zu stehen. Die Computergegner in dem Spiel sind so psycho, dass ich manchmal im Real Life Angst habe, dass sie irgendwo hinter der Couch auftauchen und versuchen, mich umzubringen. Ach, nur ihr seid Wölfe. Oh fuck, warte! Jo, Mann, Mann. Fünf numéro 3. Ich kann immer noch kein Französisch. Der Umfang des Spiels. Mario Kart Double Dash hat 16 Strecken insgesamt. Das sind 4 Cups und eine Meisterschaft, die alle Cups hintereinander in einer zufälligen Reihenfolge an Strecken abspielen lässt, was tatsächlich ziemlich cool ist. Und wie man es sich denken kann, dadurch, dass Mario Kart DS die Retro-Strecken eingeführt hat, haben wir hier also nur 16 Strecken. Und ja, die Strecken sind nice. Ich finde auch das System, dass nicht jede Strecke automatisch 3 Runden haben muss, ziemlich interessant. Aber dann gibt es auf der anderen Seite auch Baby Park. Und das ist die verfluchteste Kackstrecke, die es überhaupt gibt. Und warum auch immer entscheidet sich Nintendo bei jedem neuen Rotspiel, es wieder ins Spiel zu bringen. Hört auf damit, ich kann die Strecke nicht mehr sehen, Mann. Double Dash Fans, mir eingeschlossen, das heißt vor dem Krieg, würden jetzt argumentieren, dass die Strecke aber tatsächlich Spaß macht wegen der vielen Items und whatever in Double Dash. Aber ich finde nicht, dass das der Punkt sein sollte, wenn die Strecke literally ein fucking Oval ist. Aber hey, es gibt ja den Modus auf Zeit, wo man Strecken auf Zeit fährt. Überraschung. Und der bringt überhaupt nichts. Ich meine, Double Dash hat ziemlich viele Abkürzungen, die meisten wahrscheinlich gar nicht kennen, weil sie teilweise wirklich sneaky versteckt sind. Aber ansonsten, keiner will Double Dash auf Zeit spielen. Nicht mal ihr Speedrunner. Seid ehrlich, ihr habt ja eigentlich keinen Bock drauf. Ihr seid nur auf das Preisgeld aus. Ehrenlose Double Dash-Spieler. Und schauen wir einmal auf die Charakterauswahl, so werden wir zwar sehen, dass es zum einen ziemlich viele Charakter gibt, uns auf der anderen Seite aber fragen, was zur Hölle diese Scheiße soll. Para, Koopa, fucking Toadette, Birdo, Alter, was soll die Rotze? Oder Mutant Tyrannia, Alter. Okay, wir haben hier auch Leute wie Bowser Jr., König Buu oder Waluigi, ich meine fucking Waluigi, ins Spiel bekommen. Aber dafür müssen wir uns seitdem mit Birdo und Toadette rumschlagen und das werde ich diesem Spiel niemals verzeihen. Zwei Leute auf ein Kart zu bekommen, ist halt wie Gruppenarbeit in der Schule. Zuerst finden sich die Leute, die sowieso schon wissen, dass sie was zusammen machen wollen und der Rest fängt an, sich mit Leuten rumzuschlagen, von denen man nicht mal wusste, dass sie in derselben Klasse wie man selbst ist. Wie, Toadette ist auch in unserer Klasse? Belastend. Domi legitimiert Mobbing. Und als letztes gibt es den Wettkampfmodus und wir müssen uns nicht streiten, das ist literally das Beste, was es jemals in einem Mario Kart gegeben hat. Ich darf mit Bomben auf meine Freunde werfen. Nur das Problem hier ist, dass man dafür Freunde braucht und ich habe keine Freunde, die mit mir Mario Kart Double Dash spielen wollen. Also, würde ich sagen, ist der Modus objektiv gesehen schlecht. Neutral subjektiv, Leute. Hey, wollt ihr mit mir Double Dash spielen?
Ah, fuck. Aber jetzt mal Buddha bei die Fische. Ich liebe Double Dash natürlich und spiele es auch immer mal wieder und ich spiele es auch super gern mit Leuten zusammen. Ich wollte hier nur einfach mal die Chance nutzen, ein bisschen auf den Krieg zwischen Mario Kart Double Dash und Mario Kart Wii Leuten einzugehen. Und wenn dieses Video online kommt, ist das das erste Video, was ich auf meinem eigenen PC geschnitten und hochgeladen habe. Vergesst nicht, mir in die Kommentare Fragen zu stellen für ein neues Q&A-Video. Folgt mir natürlich gerne auf Twitter oder joint meinem Discord-Channel. Aktiviert gerne die Glocke, damit ihr nichts weiter verpasst. Und wenn ihr mich maximal supporten wollt, dürft ihr gerne das Video teilen, entweder auf Twitter oder mit irgendwelchen Freunden auf WhatsApp oder sonst wo. Ich werde jetzt meine Zeit dafür benutzen, gegen blutrünstige Wölfe zu kämpfen und ansonsten, abonniert mich.